So, Moment. Unser Ogre sollte hier schon mit dabei sein. Wow. Krass, der macht die wirklich alle platt. Heftig. Ist das geil. Ja, dann steht unsere Verteidigung ja, würde ich sagen. Natürlich voraus unter der... Ach, wisst ihr was, kommt? Egal. Wir hauen die trotzdem mal ein bisschen mit drauf. Schließlich sollen wir ja auch mal ein bisschen Erfahrung sammeln hier. So, geht doch. So, geheilt wurde dann auch noch schön. So, dann gucken wir mal. Bäm. Alter, ich frage mich, ob das ein Bug ist, weil ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese eine Falle mal eben alles mit einem Schlag platt macht. Das finde ich irgendwie übertrieben. Aber gut, nicht, dass wir uns beschweren wollen, nicht falsch verstehen an der Stelle. Aber, Moment. Genau, wir opfern erstmal unsere Leute hier. So, 39 haben wir schon. Warten wir noch, bis der Rest kommt. Und in der Zwischenzeit... Aber Moment, Moment, ich habe was vergessen. Denn wir haben ja noch ein bisschen... Was? In Köln möchte sie zur Silvesterparty eingeladen werden? Geil. Oh, herrlich. Befehligt mich. Gut, hat natürlich jetzt auch ein bisschen ernsteren Hintergrund, die Sache mit Köln, ne? Aber ich glaube, das sollte mehr so Badass-mäßig suggerieren. Ja, wenn ich dabei wäre in Köln, dann kriegen die auf die Fresse, wenn die sowas machen, wie damals, was da passiert ist. Und das finde ich dann wieder gut. So, rein mit euch. Oh, 51. Geil. Er macht da so einen verdammten... Warum rennt ihr jetzt schon hier hinten hin? Ich meine, ihr sollt da hin, aber warum macht ihr es? Ohne, dass ich es euch befohlen habe. Das ist die Frage, die sich hier gerade stellt. Aber gut, man will ja nicht meckern, ne? So, haben wir da auch mal wieder ein bisschen was für die Forschung getan. Als nächstes würde ich sagen, holen wir uns den Grubenlord. Noch eine Goldquelle ist platt. Wie ärgerlich. Wisst ihr was? Wir machen das mal ganz einfach. So, Moment, verklickt. Bremst. So, dann haut ihr mal schnell die Fresse dick. Ihn hier bitte auch. So. Jetzt geht doch. Das eroberungssüchtige Böse hatte Teile der Oberwelt vernichtet. Es ging gut voran. Glaubst du, das beeindruckt mich? Ha! Das macht mich nur noch wütender. Die Krieger Valhallas werden über dich richten. Ach ja, und meine Verstärkung natürlich. Versprengte Verteidiger der nicht ganz so freien Städte tröpfelten über die alte Straße herein. Frecherweise schienen diese sich dafür zu interessieren, die Oberwelt wieder gut zu machen. Was? Haltet sie auf! Zerstückelt sie! Nehmt ihnen ihre Heldenausweise weg! Das erstaunlich weit herumkommende Böse hatte weitere Verseuchte ausgemacht. Diese würden sich nach ihrem zeitigen Ableben nur zu gern seiner Armee anschließen. So, oh, es ging ja gerade ein bisschen die Mütze dick. Und die Fresse dick, besser gesagt, schon recht. Eins auf die Mütze und die Fresse dick. Ja, manchmal habe ich es mit den Redewendungen. Ich glaube, das ist eine schlechte Angewohnheit, die ich mir von meiner Arbeitskollegin abgeschickt habe. Jetzt nämlich auch nicht raus mit Redewendung, aber gut. Man will ja nicht schmecken, ne? So, die Frage ist, wo laufen diese Penner jetzt her, die meinen, uns auf den Senkel gehen zu müssen?
So, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Turmpenner. So, wir buffen mal unsere Trüppchen. So. Einmal, ein einziges Mal nur möchte ich normal Weihnachten feiern. Ne? Ja, echt, war immer dieser Stress zu Weihnachten. Aber gut, jetzt haut ihn erstmal hier die Fresse dick. Dann können wir weiterschauen. Einige sind ein Level Up, das finde ich immer super. So. Quizfrage, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen wieder hier runter, ne? Da führt kein Weg dran vorbei, oder? Nein, anscheinend nicht. Gut. Dann ist das wohl so. So, wir haben noch ein bisschen was an Puffer, was Einheiten angeht. Aber komm, wir holen uns erstmal Crowley. Ja, Moment, das klappt so nicht. Seiden, Moment. Schmeißen wir alle raus. So, und dann markieren wir dich hier einmal mit. Und dann sammelt ihr euch. So, ja, so klappt das doch. So, ich will so einen kleinen Stun haben hier. Zack. Reicht mir nämlich schon an der Stelle. So, ich hoffe, wir kommen so langsam nach. Und du schießt ja auch noch gerne rein, Schätzelein. Jetzt weiß ich, welchen Raum ich die ganze Zeit vergessen habe. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo du hast du irgendeinen Raum vergessen? Das war natürlich die Krypta, die ich vergessen habe. Heißt, wenn hier jetzt was stirbt, dann ja, ist die Einheit leider verloren. Das kann ich leider nicht wirklich gutheißen. Ach komm, mehr Damage für Crowley. Ist auf jeden Fall eine Forschung, die sich lohnt. So, wenn die Herren dann mal ein bisschen schneller wären. Komm, 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 fertig werden, fertig werden. Komm, zack. So, es geht doch. So. Dann haben wir hier nochmal den nächsten Truppe aus dem Maul. Und wahrscheinlich ein kleiner Stun. Und die machen doch ein bisschen viel Schaden, muss ich sagen. Sollen wir erstmal die Priester mal gucken. Ich glaube, das ist ein bisschen sinniger. Wenn wir damit anfangen. Boah, der Thron, Alter, der ist. Meine, fast 4000 Leben und 60 Rüstungen. Heide Witzka. Ich muss sagen, ich habe mir die Werte ja bisher sehr wenig angeguckt. Habt ihr ja mitbekommen. Aber das scheint mir doch arg viel zu sein. Na gut, er ist halt ein Thronwächter, ne? Nicht mal irgendwie so ein Captain Schnuffelpuppe. Wenn nichts auf die Reihe kriegt. Meine Macht wächst. Bald werden sich die Truppen von Valhalla erheben. So, ich würde sagen, wir begeben uns erstmal wieder zurück in den Dungeon, dass alle sich ein bisschen erholen können. Und alle auch mal futtern können. Ich meine, unsere Fallen, die werden ja sowieso alles mit einem Schlag zermanschen, ne? Aber trotzdem, es geht ja ums Prinzip. Kann das sein, dass ich ein bisschen was eingebüßt habe? Ich habe meinen Goblin verloren, stimmt. Zack. Aber gut, man will ja nicht meckern, ne? So, erstmal ein paar Defibrimaten. Das dürfte reichen, vorerst zumindest. Schade, dass ich so wenig magische Kisten habe.
Und schade, dass schon wieder keine Musik kommt, Mann. Das ist doch doof. Die ganze Stimmung flöten. So, mehr Einheiten braucht das Land. Ja, komm, wir tun mal ein bisschen mehr für unsere Untoten. Weil ich mir vielleicht noch die eine oder andere Banshee gönnen könnte. Moment, wir müssen ja unsere Truppen noch gruppieren, deswegen holen wir mal hier alle dazu. So, und alle dürfen jetzt trainieren. Ja gut, jetzt holen sich alle sowieso erstmal ihr Gold. Beziehungsweise, ach guck an, trainieren Helden doch ein paar. Von Valhalla, vernichtet die dunkle Brut! So, kriegen wir das nochmal hin? Ja, ne, da haben wir direkt Trainingsgeräte für alle hier. Oh, guck an, der Quetscher ist scheinbar nicht mehr buggy. Gut. Dann müssen wir doch mal hier selber tätig werden. Beziehungsweise sind, glaube ich, einfach nur nicht alle gleichzeitig gekommen, weil die Tür weg war. Da oben hingegen scheint es geklappt zu haben. So, werde ich auch nochmal bitte tätig. Das wäre sehr zuvorkommend. Vielen Dank. Danke vielmals. So. So lookt das doch. Was jetzt? Hä? Was war denn hier? Oha, oha. Kommen ein paar Truppen. Wahrscheinlich kommen die hier hin. Da kommen wir mal die magische Holztür. So, und schon wieder haben wir hier einiges an opferbereiten Kreaturen. Das ist wunderbar. Die Tore von Valhalla öffnen sich. Also, bald. Ah, so viele schöne Opfer, das ist so herrlich. So, das sind noch nicht. Es werden immer mehr. Zack. Gut zwei Drittel der benötigten Helden waren geopfert. Das sich bald selbst beschwörende Böse rieb sich schon die Hände. Haha, mit Thanos würde es den Boden aufwischen. Dein abscheuliches Treiben findet jetzt ein Ende. Stirb, blasphemische Abscheulichkeit! Ach, ich bin nur Mensch. Ja, da ist einer hungrig und will futtern, aber kriegt halt nichts. Greifen Sie von oben an! Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, mag jetzt kontrovers klingen, aber glaub mir, ich hab's mitbekommen. Oh, jetzt hab ich ein paar versehentlich hier hinten geschmissen. Machen wir jemanden durchfangen. Oh nein! Skaroman ist gestorben, der Typ mit dem geilen Namen. Egal, holt euch mal euren Sold ab. So, wir verkaufen mal hier das Räumchen. Warum liegt hier ein Haufen Gold? Aber stimmt, ihr könnt euch das ja auch von hier nehmen. Haha! Ja, komm, machen wir hier nochmal eine Dreierreihe ran. Zack. Für mehr Training. Und mehr Punkten gehen ihr Lappen. Oh, ich habe ja noch gar nicht meine zweite Werkbank hier. Das erklärt so manches. Klar, mit nur einer Werkbank ist halt nicht viel mit Fallen herstellen. Meine Macht wächst. Bald werden sich die Truppen von Valhalla erheben. Ja, ist ja schön und gut. Das interessiert mich nur gerade nicht. Tut mich ja sorry, aber naja, was soll ich sagen? Ist halt so. Haben wir noch irgendeinen Raum, den wir brauchen und noch nicht erforscht haben? Hier unten gibt es da nicht noch was? Oder ist es nur der Symmetrie halber so voll? Weil wenn das jetzt wirklich die letzte Mission ist, dann müsste es ja eigentlich da noch was geben. Na komm, wir machen mal allgemein unsere Einheiten ein bisschen besser. Wobei uns jetzt tatsächlich mal wieder Geld fehlt seit langem.
Egal, trainiert ihr schon mal. Macht ihr wenigstens was Nützliches. Ja, da Truppenaus Valhalla! Läutert das Böse! Ja, läutert hier mal schön. So, alle bitte gemeinsam reingehen. Juhu, sehr schön. Geil. Ach, ist das herrlich. So mag ich das. Ach, guck an, ich habe hier noch jede Menge zum Opfern. Na, kommt mal her, ihr Opfer. So. Und wieder sind ein paar an der Seite geglitscht. So, wir haben gleich, wir sind gleich soweit, dass wir das ultimative Böse beschwören können. Das finde ich ultimativ super. Aber denkt dran, wir müssen ja für dieses eine optionale Ziel, sollten wir noch ein bisschen mehr beschwören. Da kommt wieder so eine Angriffsgang. Guck mal, können wir hier ein Portal machen? Jo, können wir sogar. Die Macht des Guten wächst. Bald werde ich neue Helden aus Valhalla holen. Ja, mach mal. Wir bringen derweil hier ein paar Leute um. Und holen uns hier noch ein paar Leute dazu. Das die Karte fleißig erkundende Böse hatte noch weitere Verseuchte ausgemacht. Es wusste, was zu tun war und wetzte bereits die Messer. Einmal mit ein bisschen Zauberkraft nachgeholfen. So, mehr Damage. Wir haben gerade noch keinen Sold bekommen. Keine Sorge, ihr kriegt ihn noch. Ich habe euch nicht vergessen. Ihr steht noch weiterhin auf der Gehaltsliste. Das ist richtig, dass ich jetzt genau umgekehrt das Problem habe, dass ich jetzt unendlich viel Bösartigkeit gefühlt habe, aber kaum Gold. Die Tore von Valhalla öffnen sich bereits. Sehe und staune, Talia. Ja, ich staune später, danke. So, jetzt mache ich erstmal Sehen und Zaubern. Weil ich jetzt doch gerade einiges hier aufs Maul kriege, wie ich gestehen muss. Aber komm, wir machen die Truppen hier noch fertig. Das sollten wir ja wohl noch schaffen. Noch ein kleiner Standard zu, zack. So. Dann den hier eben aufs Maul gehauen. Mehr Trüppchen-Power. Und ein neues Gold. Krieger Valhallas, erhebt euch! So, ich wollte schon sagen, jetzt kriege ich mal wieder das Portal nicht angeklickt, toll. Mal schnell was opfern hier. Auch wenn ich sehe, dass ich angegriffen werde, aber opfern muss sein. Auch wenn ich scheinbar nichts treffe. Geschafft. Das sich für die Beschwörung noch frisch machende Böse hatte genug Helden geopfert. Seiner Ankunft stand nichts mehr im Wege. Aber konnte es noch ein wenig länger aushalten? Das hört sich ja fast nach einer Herausforderung an. Tja, natürlich halten wir die Stellung. Noch ein bisschen zumindest. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein! Es ist ein Held, der von der Hand des Bösen direkt in die Opfergrube geworfen wird. So, dann machen wir auch mal eben alles Platz. So, wir opfern jetzt mal ganz viel, weil das Bonusziel, das nehmen wir dann noch mit. Ich glaube, 150 brauchen wir scheinbar. Wenn ich diese Zahl da oben so richtig deute.
Gut, schmeißen wir einen nach dem anderen rein, dann treffen wir wenigstens mal. Hört ihr noch die leiser werdenden Schreie? Ja, das ist der Held, den ihr gerade in die Opfergrube geworfen habt. So wie es auch sein sollte. Toll, jetzt sind unsere ganzen Schnodderlinge damit beschäftigt, hier irgendwelche Helden zu schleppen. So, einfach mal ein bisschen forschen. Schön, schön, schön. So, wir holen uns auf jeden Fall noch das Bonusziel. Das finde ich nämlich sehr gut. Das sollten wir jetzt doch, glaube ich, relativ simpel hinkriegen. In Hoffnung, also allein schon, weil jetzt die Angriffe wesentlich schneller kommen. Da kommt schon wieder die nächste Angriffswelle, wenn man vom Teufel spricht. Ja, treffen sollte ich vielleicht auch mal. Entschuldigung, dürfen wir mit Ihnen über unseren Herrn und Meister das absolute Böse reden? Oh, Sie werden gerade geopfert. Na, dann später vielleicht. Sehr geil, ja. Wir sind die Zeugen des absoluten Bösen. Wir haben hier ein paar Magazine und wir würden Ihnen gerne eine Infobroschüre dalassen. Entschuldigung, dürfen wir mit Ihnen über unseren Herrn und Meister das absolute Böse reden? Oh, Sie werden gerade geopfert. Na, dann später vielleicht. So, wir opfern weiter. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein Held, der von der Hand des Bösen direkt in die Opfergrube geworfen wird. Ich glaube, bei der Menge an Untoten bräuchte ich so langsam aber sicher einen weiteren Friedhof, ne? Dann bauen wir doch mal hier einfach einen hin. Ich meine, wir haben ja sowieso den Platz. Das Geld jetzt nicht unbedingt, aber den Platz haben wir. Wobei das Geld ja vielleicht jetzt so langsam aber sicher dazukommen dürfte. Ja, es wird immer mehr blau. Sehr schön. Weiter, weiter, weiter. 960 Tanken brauchen wir dafür. So, Ed geht doch. Die Tore von Valhalla öffnen sich bereits. Sehe und staune, Talia. So, das müsste jetzt genau reichen, glaube ich. Ist es ein Vogel? Ist es ein... Das jeder Herausforderung hinterherjagende Böse hatte mehr Helden geopfert, als die Erschaffer dieses Titels sich je hätten träumen lassen. Aber gut, das waren auch extreme Versager. Wo war ich? Wie auch immer, der Opferdurst des gesättigten Bösen war gestillt. Es konnte sich nun guten Gewissens beschwören lassen. So. Müssen wir erstmal gucken, dass wir mit dem Gold mal wieder hinterherkommen. Mal so zur Abwechslung. Warum ist eigentlich hier keiner dran? Ich meine, ihr könnt euch doch dahin teleportieren. Warum geht da keiner hin? Ach, ihr seid jetzt hier alle beschäftigt. Toll! Aber ja, ihr seht, es war tatsächlich eine gute Idee, nochmal einen Friedhof hier hinzusetzen. Ihr tapferen Männer und Frauen von Valhalla, vernichtet unsere Feinde! Na ah, toll. Nur weil du da hingerannt bist, sind jetzt nicht alle in die Falle gegangen. Dankeschön. Sehe ich es richtig, dass ich jetzt 20 von 18 habe? Schade. So, das dürfte es gewesen sein an der Stelle. So, wollen wir mal das Böse beschwören? Ja, komm. Es ist soweit. Endlich. Zeit, Thanos in den Hintern zu treten. Niemals, Abscheulichkeit. Du hast hier keine Macht. Du kannst nicht vorbei. Ach, das war's schon. Okay, ich dachte, jetzt kommt wenigstens noch so ein Endkampf. Aber gut, vielleicht kommt ja jetzt gleich auch eine Sequenz. Oder es kommt doch noch eine Mission. Das war nicht die letzte Mission. Das wäre natürlich auch interessant zu wissen. Nun gut, ihr Lieben. Also, ja, ich würde sagen, Bösartigkeit haben wir uns hier, glaube ich, selbst übertroffen. Ich glaube, so viel hatten wir tatsächlich noch nicht. Und dabei hatten wir sogar noch eine Insel ausgelassen, was mich jetzt fast ein bisschen ärgert, weil ich dachte, wenn wir das Böse beschwören, können wir mit dem ultimativen Bösen noch ein bisschen dahin marschieren. Aber gut, es hat nicht sollen sein. Ihr Lieben, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen, dann schaue ich jetzt mal, vielleicht kommt jetzt gleich noch eine Sequenz, das weiß ich nicht, egal, ich mache jetzt jedenfalls schon die Abmoderation.
Vielleicht kommt auch noch eine weitere Mission, was ich mir auch gut vorstellen kann. Aber egal, was es sein wird, sehen wir auf jeden Fall, wenn der Abstand vorbei ist hier. Und wird das schon langsamer? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube noch nicht wirklich. Na, so ein bisschen. Okay, ihr Lieben, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder so, dann haut sie bitte in die Comments. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski. Endlich war es soweit. Das absolute Böse entstieg den Tiefen des Tempels. Keine Sekunde zu früh, denn Thanos ließ aus seinen Portalen erneut unzählige Helden herausströmen. Doch diese Helden waren natürlich keine Gefahr für das unsterbliche Böse, eher ein nettes Aufwärmtraining. Mit Freude schnetzelte es sich durch die Gegner, sodass deren Blut nur so stob. Das wird der USK gar nicht schmecken. Und es ist uns egal. Nachdem diese Gegner vernichtet waren, wandte sich das abartige Böse Thanos zu. Ein episches Duell begann. Die Kräfte der beiden Kontrahenten tauchte sie kurzzeitig in helles Licht, während Blitze voller Energie durch die Luft zuckten. Sie tauschten einige Schläge aus, um dann in epischer Pose in einem Starrwettstreit zu verharren. Ein klischeehafter Kampf, wie man ihn aus jedem zweiten Anime kennt und der dort gut drei Episoden mit den immer wieder gleichen Einstellungen füllt. Doch die Gegner waren sich nicht so ebenbürtig, wie man glauben wollte. Thanos erkannte, dass er dem absoluten Bösen nicht gewachsen war. Furcht bemächtigte sich seiner, als seine Niederlage absehbar wurde und sein Mut und Kampfeswillen schwanden. Doch seine Göttin zeigte Erbarmen, als er flehende Worte an sie richtete. Sie schützte ihn mit einem göttlichen Schild, damit er sich mit seinem Heimstein in Sicherheit teleportieren konnte. Das absolute Böse stieß wüste Beleidigungen aus, was jeder, der mit dem handwerklichen Kriegsspiel vertraut war, nachvollziehen konnte. Dummerweise hatte das nicht sprechende Böse keine Stimme, sodass es nur lautlos vor sich hin zischte und drohend die Hand schwenkte. Leider konnte es nicht ewig an diesem Ort verweilen, und so verschwand das heimelige Böse wieder. Talia aber hatte Blut geleckt. Die Schmach ihres Versagens saß tief und veranlasste sie dazu, Thanos zu verfolgen. Sie trieb die Armee des daheim nun eisgekühlte Getränke schlürfenden Bösen zu einem Gewaltmarsch in Richtung der Hauptstadt an. Wenig später stand Talia vor Sturmluft, bereit, den Konflikt ein für alle Mal auszutragen.